In dieser Aufnahme geht es um Firewalls. Firewalls dienen dazu, den Datenverkehr zu reglementieren, das heißt zwischen erwünschten und unerwünschten Datenverkehr zu unterscheiden. Das typische Szenario dabei ist, dass man ein eigenes Netz hat und dieses ist mit dem Internet verbunden, was auch als äußeres Netz bezeichnet wird. Und man möchte sich dabei vor Angriffen von außen schützen, die sich als bösartiger oder unerwünschter Datenverkehr darstellen. Weitere mögliche Aufgaben sind es, auch andere vor Angriffen zu schützen. Das heißt, wenn man in seinem eigenen Netz auch Leute hat, denen man da eventuell nicht vertrauen kann, dass diese dann nicht Angriffe auf andere durchführen und man selber dadurch sich einen schlechten Ruf einhandelt. Außerdem bieten Firewalls die Möglichkeit, die eigene Netzwerktopologie und die Anzahl der Hosts im inneren Netz vor anderen zu verbergen. Die wesentliche Herausforderung dabei ist es, zu differenzieren, wenn man sich Datenverkehr anschaut, ob es sich um erwünschten Datenverkehr oder um unerwünschten Datenverkehr handelt. Und außerdem, wenn das Ganze noch skalierbar sein soll, müssen die entsprechenden Konfigurationen der Firewalls auch alles automatisiert erfolgen. Denn ein ständiges manuelles Eingreifen in die Firewall-Konfiguration würde zu hohem Aufwand führen. Bei den Firewalls kann man unterscheiden nach verschiedenen Arten. Wenn eine Firewall nur dazu dient, einen einzelnen Rechner zu schützen und nur auf diesem Rechner konfiguriert ist, dann handelt es sich um eine sogenannte Personal Firewall, wie wir das hier unten links in dem Bild sehen. Das typische Szenario sind aber jetzt hier die Paketfilter-Firewalls, wobei man da zwischen statischen und dynamischen Paketfiltern unterscheidet. Ist die Firewall auch so, dass sie die Anwendungsschicht noch berücksichtigt, dann spricht man von einem Application Level Gateway, das in einem separaten Video vorgestellt wird. Was sind denn die Gründe dafür, Firewalls für eine gesamte Organisation einzusetzen? Also ich rede jetzt hier nicht von den Personal Firewalls, sondern von dem Szenario, wo man eine Firewall an zentraler Stelle hat, um den Verkehr zwischen dem inneren und dem äußeren Netz zu separieren. Man hat jetzt hier insgesamt eine Sicherheitsrichtlinie, die man für die ganze Organisation sich vorgibt und kann die durch die Firewall realisieren. Man kann dann festlegen, welche Dienste für wen erreichbar ist. Also zum Beispiel, welche Rechner dürfen insgesamt hier auf www-Server zugreifen. Der unerwünschte Datenverkehr wird dann blockiert. Das ist das typische Verhalten. Wobei es auch sein könnte, dass man unerwünschten Datenverkehr nur drosselt. Also zum Beispiel, wenn man nicht möchte, dass die Mitarbeiter sehr viel Peer-to-Peer-Netze in Anspruch nehmen, dass man sich dann sagt, okay, dieser Peer-to-Peer-Datenverkehr, der soll maximal 1% der maximal verfügbaren Bitrate betragen. Man kann den Datenverkehr protokollieren, um im Nachhinein festzustellen, welche Dinge hier vorgefallen sind. Und man kann auch eventuell Umleitungen von Datenverkehr vornehmen auf gewisse interne Systeme, um den dann noch genauer kontrollieren zu können. Außerdem kann man es so regulieren, dass der Zugang auf das äußere Netz nur dann erlaubt ist, wenn sich die Nutzer vorher entsprechend authentifiziert haben. Und insbesondere ist dieses Ganze in Kombination mit dem Network Address Translation möglich. Also wenn ich dann manchen Benutzern aus meinem eigenen Netz nur private IP-Adressen zuweise, dann müssen sie ja auch deren Adressen sozusagen in öffentliche Adressen umgesetzt werden. Das kann ich hier auch mit bei der Firewall machen. Und manche Rechner, die eventuell verwundbar sind, wenn man jetzt zum Beispiel ein Szenario hat mit einer Produktionssteuerung, wo man aus gewissen Gründen noch ältere Betriebssystemversionen hat und die nicht upgraden kann, dann kann man die aber insgesamt hiermit vor dem Netz schützen. Die nächsten Möglichkeiten, die man jetzt auf dieser Folie hier sieht, das sind Ziele, die man hat, die man aber leider mit den Firewalls nur teilweise erreichen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel Denial of Service bzw. Distributed Denial of Service Attacken hat, wie zum Beispiel mit dem Syn-Flooding,
dann kann man versuchen, die mit der Firewall in den Griff zu bekommen. Aber das Ganze ist nicht so einfach, denn man kann jetzt hier zum Beispiel nicht einfach irgendwelche IP-Adressen blockieren, weil man ja oftmals mit gefälschten IP-Adressen zu tun hat. Das heißt, diese IP-Adressen als gefälscht zu erkennen und dann sicher zu blockieren, ja, würde häufig zu falschen Blockierungen führen, bei denen man auch legitime Nutzer abweisen würde. Das IP-Spoofing interner Adressen kann man hier verhindern. Das müsste relativ zuverlässig funktionieren, denn solche IP-Adressen, die aus dem inneren Netz kommen und angeblich jetzt hier bei der Firewall durchgelassen werden sollen, da stimmt schon irgendwas nicht, denn die würden normalerweise gar nicht an der Firewall auftreten. Einbrüche in das interne Netz, zum Beispiel durch Buffer-Overflows oder auch sowas, dass jemand schon in die eigenen Netze eingedrungen ist und dann diese Ressourcen irgendwie verwendet und zum Beispiel da Rechner vorkommen, die Teil eines Botnetzes sind. Ja, dieses kann man mit der Firewall zwar versuchen zu erkennen, aber es wird in der Praxis nur sehr schwer möglich sein. Man kann dann an der Firewall versuchen, hier einen zentralen Virenfilter mit einzubauen, insbesondere um dabei E-Mail und World Wide Web Datenverkehr zu überprüfen. Aber das ist sinnvoll, das Ganze nicht an der Firewall selber zu machen, sondern eine externe Hardware, ein Application-Level-Gateway zu verwenden, die diese speziellen Berechnungen, die sehr rechenintensiv sind, durchzuführen. Und ja, das Ganze ist eine nur als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme zu betrachten. Der Virenschutz auf den Endsystemen ist weiterhin erforderlich. Ja, die Firewalls haben insgesamt begrenzte Möglichkeiten, wie ich ja auf einer der vorherigen Folien schon mal erwähnt hatte. Hier sind jetzt aber noch weitere Einschränkungen. Also, wenn Datenverkehr überhaupt nicht bei der Firewall vorbeikommt, das heißt, dass man einen Angreifer hat, der im inneren Netz ist und im inneren Netz einen anderen Rechner angreift, dann kann die Firewall dagegen nichts unternehmen. Auch ist es so, dass wenn man jetzt irgendwelche Viren und Würmer sich anschaut und die zum Beispiel dadurch in das Netz kommen, weil Notebooks in das innere Netz einfach so angeschlossen werden können oder weil die Nutzer ja das aus dem Internet herunterladen und ja und Virenfilter dabei umgehen, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich, wenn zum Beispiel der Datenverkehr verschlüsselt wird, ja, dann kann die Firewall das nicht verhindern dann. Ne? Auch muss man schauen, dass man ja sonst oftmals ungeschützte oder nur schlecht geschützte Zugänge haben kann, wie zum Beispiel bei WLAN Access Points oder früher auch bei so Einwahlverbindungen. Ja, wenn man insgesamt getunnelte oder verschlüsselte Zugänge hat und die Firewall kann diese Verschlüsselung bei einer vernünftigen Verschlüsselung sozusagen nicht rückgängig machen, dann kann man auch dann entsprechend nicht die Inhalte prüfen und ja, was zum Beispiel auf VPN-Verbindungen, SSH-Tunnel oder mit BGP verschlüsselte Mails zutrifft. Man kann hier halt nur grob dann sagen, ob das generell erlaubt ist, ja oder nein, aber Dienste wie E-Mail, die wird man ja generell nicht verbieten können. Und wenn jetzt in Webseiten so aktive Inhalte drin sind, wie zum Beispiel mit Flash, ActiveX oder Java, dann kann man die auch nur generell erlauben oder nicht. Und die Firewall ist nicht in der Lage zu prüfen, ob jetzt der einzelne Java- oder Flash-Inhalt dann bösartig ist oder eine erlaubte Wirkung hat. Die Firewalls selber sind ein kritischer Punkt. Das heißt, wenn eine Firewall von einem Angreifer übernommen würde, dies würde eine gravierende Gefahr darstellen. Von daher muss man Firewalls als besonders abgesichertes System betreiben. Das bedeutet, man wird hier keine Compiler installieren, keine unnötigen Dienste, keine grafische Oberfläche, keine Benutzerkonten, bis auf eine spezielle Root-Umgebung und damit die Rechte der aktiven Programme auch möglichst auf das beschränken, was unbedingt für die Funktionalität notwendig ist. Also je weniger Angriffsfläche das System bietet, umso besser.
Außerdem wird man die Firewall unsichtbar aus der Sicht von IP machen. Das heißt, die Firewall enthält insgesamt keine IP-Adresse und ist dadurch auch nicht irgendwie mit IP ansprechbar. Sie wird in das Netz so dazwischen gefügt, wie Sie das aus dem ARP-Spoofing her kennen. Und so werden die Daten dann entsprechend zu der Firewall umgeleitet und können dort kontrolliert werden. Hier zum Abschluss ein Beispiel, der sogenannte LAZ-Sekomat. Das Münchner Wissenschaftsnetz, was mehr als 100.000 Rechner umfasst, wird vom Leibniz-Rechenzentrum betrieben. Und das Leibniz-Rechenzentrum betreibt auch dessen Internetanbindung. Und hier geht es jetzt mal um einen Schutz der Außenwelt vor diesem inneren Netz. Also sonst geht es ja mehr um den andersherum. Ne? Aber in dem Münchner Wissenschaftsnetz möchte man nicht, dass sozusagen aus dem Münchner Wissenschaftsnetz heraus andere angegriffen werden. Deswegen ist der Sekomat eine Kombination aus Network Address Translation und einer Stateful Firewall. Die Studierenden insbesondere, die erhalten hier nur private IP-Adressen. Ja, und man schaut jetzt, wie sich die Endgeräte verhalten, um die gegebenenfalls an der Firewall zu blockieren. Also, falls ein Endgerät versucht, einen bestimmten Port auf vielen Zielen zu erreichen, also das heißt mehr als 10 Pakete pro Sekunde dahin schickt, dann wird das entweder als Denial of Service oder als Port Scan betrachtet. Ne? Also sozusagen, dass jetzt hier jemand eine Information hat, dass ein gewisser Port wohl aktuell Verwundbarkeiten aufweist, also wenn dort entsprechende Dienste sind, und dass man guckt, ob man solche entsprechenden Rechner, die diesen Dienst betreiben, findet. Wenn jetzt verschiedene Endgeräte mit vielen unterschiedlichen IP-Adressen zu einem Ziel senden, dann wird das als Distributed Denial of Service Angriff betrachtet. Dann gibt es gewisse Limits für das sinnvolle Websurfen. Wenn da mehr als 100 Pakete pro Sekunde an die entsprechenden TCP-Ports 80 bzw. 443 geschickt werden, das ist verdächtig. Und wenn relativ viele SMTP-Verbindungen aufgebaut werden, dann ist das ein Hinweis auf Spam-Versand. Diese Verletzungen geben jeweils einen Punkt und bei mehr als 120 Punkten pro 15 Minuten wird der Rechner blockiert, wobei auch weiterhin dann geguckt wird, wie sich der Rechner im Folgenden verhält, und wenn die Anzahl der Punkte wieder auf weniger als 120 in den 15-Minuten-Intervall fällt, dann wird der Rechner auch automatisch wieder entsperrt.